Schön sind Sie mit dabei. Glanz und Gloria erzählt Ihnen jeden Abend andere Neuigkeiten aus der Glamour-Welt. Und die Sendung heute erzählt sich wie eine farbenfrohe Geschichte. Mit Fashion Week getrauen Sie sich noch nicht ganz zu betiteln. Aber immerhin sind gestern die ersten Zürcher Fashion Days über die Bühne oder eher die Laufstege. Bis zuletzt haben Veranstalter gehofft, dass Penelope Cruz auftaucht. Aber ihre Schwester Monika ist allein gekommen. Und man muss ja sowieso genau anschauen, welche von den beiden man denn jetzt vor sich hat. Das schwedische Völkli hat es gern sehr korrekt. Etwa so wie wir Schweizer. Ein neues Buch über den König Karl Gustav sorgt darum für rote Köpfe. Er soll sich regelmäßig in Nachtclubs amüsiert haben. Konkrete Anschuldigungen hat der König aber bis jetzt nicht bestätigt. Von Schweden zurück in die Schweiz. Da erwartet uns süß angekuchte Rocktöne und Hochzeitsglocken. Wenn Sie als VIP an der Starnacht mit dabei sind, samt Übernachtung, dann machen Sie mit beim Wettbewerb auf unserer Homepage. Von wegen, CEOs sind steife Sesselhöcker, die nur delegieren können. Die Crème de la Crème der Reisebranche hat gehörig zu feiern gehabt. In einer Reihe ist der Travel Star Award verliehen worden. Und der Oscar sozusagen von der Reisemoguls ist überraschenderweise gegangen an. Sie ist unheimlich stark. Sie hat eine Truhe voller Goldstücke und ein Aff und sogar ein Ross bei sich daheim in der Stube. Die Geschichte von der frechen Pippi Langstrumpf gehört in fast jede Kindheit. Das Theater am Hechtplatz Zürich verwandelt sich während diesen Tagen in die Villa Kunterbunt. Da fühlen sich die Erwachsenen wieder wie Kinder. Welche Promis sich sonst noch getrauen, den Pippi-Song zu singen, sehen Sie auf unserer Homepage. Schweiz aktuell wartet. Geniessen den Donnerstagabend.